Sehr schön. Der Direktor hat ein Date gehabt. Na, meine Kleine, hat man dich gut behandelt? Ich hol dich hier raus. Ich muss nur noch kurz was anderes erledigen. Ach, du Kacke. Putzig. Eieiei, haben wir viel. Okay, wir quatschen erstmal hier mit allen. Wir gucken erstmal alles an. Das war Kamin betrachten. Das war mein In Feuer. In dem Kamin wird so schnell kein Feuer mehr brennen. Ob all diese Verwandlungen rückgängig gemacht werden, wenn Wilbur einen Weg findet, den Zauberstab zu zerstören? Wer weiß. Ich gebe zu, irgendwann gab es vielleicht mal eine Zeit, in der ich solches Spielzeug spannend gefunden hätte. Aber da war ich erst 80, 90 Jahre alt. Erst. Theoretisch könnten wir uns jetzt mit Wilbur treffen. Zum Glück ist der Ratsvorsitzende nicht aufgefallen, dass ich das Rattenloch freigeräumt habe. Ihr wäre es bestimmt alles andere als recht, dass die Ratten einen eigenen Zugang zu ihrer Zentrale haben. Ja. Warte, wir betrachten erstmal noch meine Hippo. Ich lasse Butterblume nicht hier zurück. Sie mag eine Schöpfung der kleinen Van Buren sein, aber sie ist mein pinkfarbenes Herz-Hippogreifen-Mädchen. Eieiei, wer hat die denn synchronisiert? Trag den Schreibtisch. Vielleicht können wir ja mit Ivo was mitnehmen. Jede Menge Papiere, Federkiele. Das ist interessant. Hier liegen das Siegel und das Siegelband der Ratsvorsitzenden. Damit werden offizielle Gesetze und Verlautbarungen kenntlich gemacht. Das heißt, bis die Ratsvorsitzende dahinter kommt, kann ich so ziemlich jedes neue Gesetz erlassen, das ich will. Geil. Erstmal hinsetzen, erstmal ein neues Gesetz machen hier. Also schön, ein neues Gesetz. Was hätten wir denn gerne? Was können wir denn machen? Das Rauchen vertrockneter Tabletten aus medizinischen Gründen ist erlaubt. Oh nein, nicht euer Ernst, oder? Ehrlich? Schwangere Elfen müssen mit größtem Respekt behandelt werden. Voraussetzung für eine Hochzeit ist Liebe, sonst nichts. Wer ein magisches Schutzamulett-Medaillon trägt, wird mit Verniedlichung bestraft. Es gibt genug Gesetze in dieser Stadt. Okay, wir machen erstmal das hier. Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden. Ab sofort ist das Rauchen getrockneter Blätter aller Art erlaubt, sofern es medizinischen Gründen dient. Wer den Rauch von kokelnden Pflanzen einatmen will, um danach schlechte Gedichte zu schreiben und dummes Zeug zu reden, der möge das tun. Okay. Das ist für Arbor, falls er mal in die Stadt kommt. Also schön, ein neues Gesetz. Wir haben ja noch Zeit. Wir machen mal, schwangere Elfen müssen mit größtem Respekt behandelt werden. Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden, ab sofort müssen schwangere Elfen von jedermann mit allergrößtem Respekt behandelt werden. Insbesondere ist es verboten, sie dick zu nennen, sich über sie lustig zu machen oder zu versuchen, sie mit Äxten zu erschlagen. Wer dagegen verstößt, wird aus der Stadt verbannt. Tada, ein Damit neues ist Gesetz. Das Gesetz. Sehr schön. Also schön. Ja, ein neues Gesetz. Ich würde erstmal E-Sport zum Sport benennen. Das wäre, glaube ich, das erste Gesetz, was ich machen würde. So, Voraussetzung für eine Hochzeit ist Liebe, sonst nichts. Zwei erwachsene Menschen, Zwerge, Elfen oder andere vernunftbegabte Wesen dürfen heiraten, wen sie wollen. Und zwar in jeder Kombination. Einzige Voraussetzung? Liebe. Niemand darf dazu gezwungen werden, einen Lackaffen zu heiraten, nur weil er ein reicher Prinz ist und Mutter findet, ich würde langsam alt werden. Oh. Vielleicht nicht das bestformulierte Gesetz aller Zeiten, aber egal. Alles klar, das habe ich mir übrigens auch gerade gedacht. Ich habe gerade mal das Pferd gesehen hier unten mit dem Stern auf der Nase. Eins müssen wir aber noch machen und das ist wichtig. Also schön, ein neues Gesetz. Und zwar, wer ein magisches Schutzmedaillon trägt, wird mit Verniedlichung bestraft. Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden. Ab sofort ist es jedermann verboten, magische Schutzmedaillons zu tragen, weil... Nun ja, ich brauche keinen Grund darum. Wer trotzdem mit einem solchen Medaillon erwischt wird,
wird mit schwerer Verniedlichung nicht unter 6 Monaten bestraft. So, mit Siegel und allem. Eieieiei. Okay. Und dann nehmen wir uns doch mal den. Das Glas ist mit schweren, mutmaßlich magischen Ketten am Schrank festgekettet. Ich frage mich, ob... Aha. Ich wollte gerade sagen, einfach mal aufschrauben. Erzmagier Alistair? Geht es Ihnen gut? Ich verstehe nicht. Blinzeln Sie einmal für Ja und 2-mal für Nein. Was bedeutet kein Blinzeln? Moment. Können Frösche überhaupt blinzeln? Ich denke, wir müssen das später klären. Ich bringe sie heraus. Wo sie den wohl hingesteckt hat? Alles klar, jetzt geht's zum Hippogreif. Wir haben ja sonst alles hier erledigt. Ich nehme sie mit raus, sobald ich hier fertig bin. Sie kann in der Stadt warten. Alles klar. Neue Gesetze zu erlassen macht Spaß. Aber da sie sowieso nicht umgesetzt werden, sollte ich mich vielleicht doch lieber mit ernsteren Dingen beschäftigen. Ach ja, schön. Gut, betrachtet das Rattenloch hatten wir ja schon. Sagt sie da noch was Neues zu? Das da unten ist Wilbur's Reich. In der Stadt kümmere ich mich um alles. Die Arbeitsteilung funktioniert bisher sehr gut. Ich will mal gucken, wenn ich jetzt mit Wilbur da hinkomme, was passiert? Vielleicht können wir Alistair an ihn übergeben. Ich glaube, ich überlasse Ivo die Arbeit da oben. Sie kann überall hin, wo auch ich hin kann. Sie kann sogar an Sachen herankommen, die über 1,50 Meter hoch sind. Ich kümmere mich um alles, was hier im Untergrund geschieht. Okay, alles klar. Können wir eventuell, warte mal, Alistair da runter schicken? Nein. Alistair sieht echt komisch aus. So wie wir jetzt. Ah, okay. Ja, jetzt müssen wir nur gucken. Was müssen wir denn jetzt hier noch machen? In Ordnung, Butterblume. Du musst jetzt ganz leise sein. Nein, leise. Also schön, gehen wir. Ich hab leise gesagt, Butterblume. Nein, der Troll war nicht dein Freund. Er wollte uns umbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur spielen wollte, als er auf uns eingehackt hat. Wie dem auch sei, Erzmagier Alistair ist in Sicherheit. Sobald Wilbur Remy befreit hat und weiß, wie wir den Stab zerstören können, sollten wir so schnell wie möglich aufbrechen. Der Morgen naht. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieser Tag die Rückkehr einer sehr, sehr frustrierten Ratsvorsitzenden sehen. Absolut korrekt. Können wir Alistair runterschicken? Wir probieren es einfach mal aus. Ah, warte mal, wir holen uns vor das Medaillon. Vorher... Okay. Hallo, Zloff. Grump? Prinzessin Ivo? Heute mal ohne Maske. Hast du eine Idee, wie man, irgendetwas, das von der kleinen Van Buren verwandelt wurde, zurückverwandeln kann? Wüsste ich es, hätte ich längst unser schönes Gasthaus zurückverwandelt. Konspiziert ihr? Nein. Nein. Okay, dann, Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber du bist ein Verbrecher, Grump. Grump, nicht Verbrecher! Grump stehen hier ganz brav und verkaufen seltsame Dinge. Das auch. Du trägst ein Medaillon und das ist bei Strafe verboten. Bei Strafe verboten? Was steht da? Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden
Ab sofort ist es jedermann verboten, magische Schutzmedaillons zu tragen, weil... Nun ja, ich brauche keinen Grund darum. Wer trotzdem mit einem solchen Medaillon erwischt wird, wird mit schwerer Verniedlichung nicht unter 6 Monaten bestraft. Nein! Grump wollen kein kleines Mädchen mit Zöpfen werden. Müssen fliehen, Sloth. Nun ja, vielleicht kannst du die freundliche Vollzugshelferin bitten, ein Auge zuzudrücken. Wem seine Augen? Was er meint, Grump. Wenn es dir wirklich leid tut und du deinen Fehler einsiehst, dann muss die Tochter der Ratsvorsitzenden vielleicht gar nichts davon erfahren. Tut leid, tut sehr leid, sehr falsch. Ich muss allerdings das Medaillon konfiszieren, damit du nicht in Versuchung gerätst, es heimlich zu tragen. Konfiszieren, mitnehmen. Oh, klar. Du kleine Mädchen, nicht sagen, ja? Grump wollen bleiben, Grump. Ich werd's für mich behalten. Schön. Sehr schön. Okay, wir haben einiges. Wir können mal das darunter. Ich lasse das Amulett nicht hinab, solange Wilbur nicht da ist, um es in Empfang zu nehmen. Allzu viele dürfte es davon in der Stadt nicht geben. Das ist korrekt. Wie gehen wir dann auch da eben hin? Na los, komm her. Zack. Und einmal dahin. So, und einmal wieder wechseln. Und jetzt schicken wir einmal das darunter. Wilbur? Ja? Ich habe hier ein Medaillon für dich. Es zeigt einen Bannkreis. Ist es magisch? Nicht die Spur. Aber es zeigt das Symbol, das du irgendwie unter dem Geist auf den Boden malen musst, um ihn zu fangen. Okay, hab's. Danke. Ah, okay. Wilbur? Ja? Ich habe Erzmagier Alistair gerettet. Also den Frosch, von dem wir glauben, es ist der Erzmagier. Gut gemacht. Geht es ihm gut? Ja, er ist okay. Hat ein paar Schrammen und Kratzer abbekommen. Aber nicht, weil ich ihn ein paar Mal fallen gelassen habe, als ich zusammen mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft habe oder so. Ivo? Hm? Hast du mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft? Der Erzmagier ist jetzt in Sicherheit, okay? Frage beantwortet. Ich wüsste nicht, was... Gut, alles klar. Dann nehmen wir uns mal Wilbur vor. Wilbur hat jetzt also den und den... Also den Erzmagier hat sie noch. Okay, alles klar. Warte mal, nochmal hier den... Wenn ich dieses Symbol auf den Boden unter den Geist male, wird er gebannt. Nur, wie soll ich das hinkriegen? War das nicht ein... Viereck? Wo... Am oberen Teil des Vierks ein Kreis im gleichen Durchmesser ist, wo in dem Kreis ein Dreieck drin ist. War das nicht so? Das ist auf jeden Fall schon alleine rund. Funktioniert schon nicht. Gut, wir sagen mal eben, können wir hier im Bescheid sagen, dass alle beruhigt sind wegen dem Erzmagier? Halbwegs beruhigt. Hi, Ethel. Er schleicht sich noch immer so an. Immer doch, weißt du doch Bescheid, so. Wie sieht es mit dem Heiltrank aus? Remy, wo ist er? Ich arbeite dran. Husch, husch. Bring ihn her. Ich mache den Heiltrank. Ich schaue, was ich für Remy tun kann. Ja. Schnell, schnell. Eieieiei. Äffel wieder. Nee, nur am Hetzen. Geht ja gar nicht. Okay. Gut, dann... Wir brauchen das gar nicht zu malen. Wir haben nichts zu malen. Fällt mir mal gerade auf. Wir haben weder Kreide noch irgendwas. Ich habe eine Idee. Und zwar... Wir stehen hier an einem Spiegel mit Licht. Der Lichtstrahl fällt schon auf ihn. Warum nehme ich einfach das Medaillon und klatsche das an den Spiegel? Wenn ich das Medaillon auf den Spiegel lege,
Dann könnte der Schatten... Es funktioniert. Der Geist kann den Bannkreis nicht verlassen. Sehr schön. Schnell zu Remy. Hallo. Remy. Gute Idee. Mit dem Bannkreis, Wilbur. Aber er wird ihn nicht lange aufhalten. Richtig. Wir müssen schnell hier weg. Nein. Nein? Es ist zu spät, Wilbur. Die Falle ist vermutlich das Einzige, was mich noch zusammenhält. Ich will sowas nicht hören. Timmy braucht dich. Reiß dich zusammen, Remy. Meinst du, dass ich ihn alleine lassen würde, wenn es eine andere Chance gäbe? Um Timmys Willen. Lass uns die verbleibenden Minuten nicht verschwenden. Ich habe herausgefunden, was es mit dem Zauberstab auf sich hat. Oh, nein. Wäre ich doch nur früher in dieses Loch hinabgestiegen. Wäre ich doch nur schneller auf die Insel gekommen. Du bist hier. Das zählt. Mein Tod wird nicht vergebend sein. Und ich habe in meinen letzten Minuten einen Freund an meiner Seite. Dafür danke ich dir. Alter, wir können ihn doch mitnehmen mit der Falle. Was ist mit diesem verdammten Zauberstab? Es gab zwei Brüder, mächtige Hexenmeister. Sie haben mit Hilfe von dunklem Wissen viel Reichtum und Macht angehäuft. Sie haben geforscht und diesen Tempel entdeckt, wurde wahnsinnig und verließ die Stadt. Der andere wurde getötet von meinem Großvater. Remy. Kurz vor seinem Tod transferierte er all seine Macht in einen Zauberstab, auf dass sie entfesselt werde, wenn ein Nachkomme seines Blutes den Stab in Händen hielte. Okay. Und der Hexenmeister bewacht immer noch seine Maschine. Als Geist. Nein. Mein Großvater muss zufällig auf den Hexenmeister gestoßen sein. Er erkannte dessen Plan und besiegte ihn. Er gab dafür sein Leben und verließ den Tempel nie wieder. Du meinst, er bewachte den Zauberstab. Er wollte nicht, dass er jemals seinen Weg in die Hände eines Nachfahrens des Hexenmeisters findet. Doch dieser Ort ist böse, Wilbur. Er verändert Leute. Die Wand zwischen unserer Welt und der Kerkerdimension ist hier besonders dünn. Der Einfluss des Namenlosen stark. Ich glaube, er hat vergessen, wer er war. Er existiert nur noch, um den Stab zu beschützen. Er gibt's doch nicht hier. Nein, nix da. Du hast den Stab gefunden und mir gegeben. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie... Die Hexenmeister waren im normalen Leben Kaufleute. Sie hießen Van Buren. Sibyl heiratete Montgomery Van Buren, den jüngsten Sohn des Hexers. In ihrer Tochter fließt das Blut der Van Burens. Der Stab hat sich im Unterricht zum ersten Mal seltsam verhalten. Er muss Chantals Nähe gespürt haben. Und als sie ihn in die Finger bekamen, erhielt sie damit all die geheime Macht ihres Großvaters.
aber nicht sein Wissen. Okay, jetzt müssen wir den also irgendwie vernichten. Wie kann man diesen verfluchten Stab vernichten? Das steht im Zauberbuch des zweiten Bruders. Er hat seine letzten Jahre geistig obnachtet im Düsterwald verbracht. Und der eine Bruder hat sich Möglichkeiten einfallen lassen, wie er die Macht des anderen brechen könnte, wenn es mal nötig werden würde? Ja. Du musst das Buch finden und den Zauberstab vernichten, Wilbur. Geh jetzt, mein Freund. Nein. Der Widerstand braucht einen Anführer. Und ich kenne keinen größeren Kämpfer für das Gute als dich. Gib den hier, Timmy. Pass bitte auf ihn auf. Da die Rattenfalle zugeschlagen. Was ist passiert? Wo ist Onkel Remy? Es tut mir so leid. Nein, aber du hast doch gesagt, du bringst ihn zurück. Ich hab's versucht. Alles bereit zum Aufbruch. Sie warten unten am Tor. In Ordnung. Und Timmy? Esther und Nate kümmern sich um ihn. Dann bist du dir also sicher? Ja. Im Düsterwald liegt der Schlüssel für die Zerstörung des Zauberstabs. Das hat Remy gesagt. Und sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Nein, das soll er nicht. Ich weiß nur nicht, ob wir uns aufteilen sollten. Ich finde, wir waren ein verdammt gutes Team. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Stimmung ist im Keller. Du solltest auf dich, euch, Acht geben. Wie man hört, ist der Düsterwald voller abscheulicher Kreaturen und Monster. Ich wünschte nur, wir könnten uns gegenseitig den Rücken frei halten. Ein gutes Team, das leider ein Mitglied verloren hat. Es war nicht deine Schuld. Und das weißt du auch. Ich musste ja erst in Selbstmitleid baden. Wenn ich gleich mit hinuntergestiegen wäre, wäre alles anders gekommen. Und wenn er dir nicht den Zauberstab gegeben hätte, auch. Oder wenn Van Burens Tochter im Lehrerzimmer nicht den Zauberstab in die Finger bekommen hätte. Oder. Alles, was wir tun können, ist, Remy in guter Erinnerung zu behalten und ihn zu ehren, indem wir tun, was er getan hätte. Hätte er hier gestanden und sich selber Vorwürfe gemacht? Was ist der Plan, Anführer? Kümmere du dich um den Erzmagier, während ich nach dem Buch suche. Van Buren kann uns nicht beiden hinterherjagen. Da hast du recht. Sie wird außer sich sein, wenn sie bemerkt, dass der Erzmagier weg ist. Hast du eine Idee, wie man ihn zurückverwandeln kann? Nicht die geringste. Aber ich weiß, wo ich es erfahre. Wie das? Ein Orakel hat es mir gesagt. Ich werde einem Freund helfen müssen und werde nicht wissen, was ich tun soll. Dann soll ich eine fliegende Pirateninsel suchen und auf ihr ein Gebäude ohne Ecken. Dann ist das dein Weg. Komm, Gulliver, lass uns nach Timmy sehen. Viel Glück und passt auf euch auf. Und wir sollten so viel Abstand wie möglich zwischen uns und Seefels bringen, bevor die alte Hexe was bemerkt. Also, Butterblume, wir suchen eine fliegende Pirateninsel. Dort wird es Antworten geben. Auf viele Fragen.
Oder auch nicht mehr. Da bist du ja endlich. Wir suchen eine fliegende Insel. Versuch dieses Mal mitzuhalten. Er ist schon komplett fertig. Was? Schon faszinierend, wie man andere für sich arbeiten lassen kann, wenn man nur die richtigen Knöpfe drückt. Deine Dienste werden nicht mehr benötigt. Du willst den Namenlosen zurück in diese Welt holen. Blödsinn. Nur ein Idiot oder Wahnsinniger würde so etwas versuchen. Und ich bin keines von beiden. Es war so klar. Es war einfach so klar. Getrennte Wege. War ein langer Flug. Und ich werde immer schwerer, wie es aussieht. Ruh dich aus, aber bleib in der Nähe. Das Orakel sagte, es sei in einem Gebäude ohne Ecken auf einer fliegenden Insel zu finden. Tugato ist die einzige fliegende Insel, die ich kenne. Hoffen wir, dass es hier ein paar Antworten gibt. Schauen in den Abgrund? Wir schauen erstmal in den Abgrund. Eieieiei. Oh, das ist tief. Da möchte ich nicht hinunterfallen. Warum ist das Orakel wohl ausgerechnet hierher verschlagen hat? Eine fliegende Insel voller Piraten. Nicht der sicherste Ort, wenn man seinen Kunden harte Wahrheiten offenbaren muss. Butterblume hat auf dem Weg hierher tapfer gegen alle Winde gekämpft. Aber nun scheint sie am Ende ihrer Kräfte. Sie hat sich eine Auszeit verdient. Sie hat aber auch schon wirklich Bäuchlein bekommen. Schacht sie die Schnecken. Die sind mir gerade schon aufgefallen. Und? Seltsam. Warum kleben hier Wasserschnecken am Steg? Vielleicht dachten sie, es ist ein Steg und zu einem Steg gehören Schnecken. Egal, ob er im Wasser steht oder in der Luft schwebt. Logik? Ich kenne diese Schnecken. Purpurschnecken werden sie genannt. Zur Verteidigung sondern sie ein Sekret ab, das stinkt und sich in der Luft purpur färbt. Es wird als Färbemittel benutzt. Ich lasse die Schnecken lieber in Ruhe. Ich will keine purpurnen Finger bekommen. Alles klar. Können wir sonst hier was? Betracht das Flugschiff. Das kennt sie doch ein bestimmt. Ein Luftschiff, wie man es auf einer fliegenden Pirateninsel erwarten sollte. Ich würde... Oh, nein. Ist das... die Mary? Das hieße... Verflixt. Mary! Wenn die Mary hier ist, kann er nicht weit sein. Ein Wiedersehen mit ihm ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Und die Nerven sind am Ende. Wenn die Mary hier ist, ein... Okay, wir gehen erstmal los, obwohl ich sehe, dass die Zeit rum ist. Oh, nein. Ich will nicht. Was ist denn da los? Ferner haben sie den Fez des Staatsanwalts geklaut, ihn bewusstlos geschlagen und einen Teil der Insel durch Magie beschädigt. Wir haben den blöden Affen nicht bewusstlos geschlagen. Er hat sich selber ausgenockt. Ruhe! Die Angeklagten sprechen nur, wenn sie gefragt werden. Und nennen Sie den Herrn Staatsanwalt nicht einen Affen. Dürfte ich erfahren, was hier los ist? Ivo? Rutsch, Ivo! Hallo, Vieh. Schön, dich zu sehen. Dick? Wer ist Dick? Ruhe! Dies hier ist eine Gerichtsverhandlung und kein Zirkus! Das Vieh ist einfach mal so rausgegangen. Ich stelle die Frage gern noch einmal. Was ist hier los? Man hat Vieh und mich grundlos festgenommen. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Die beiden haben versucht, meine Zauberlampe zu stehlen. Und sie haben meine Insel beschädigt. Außerdem haben sie meine Freundschaft missbraucht und wollten mich hier alleine zurücklassen. So wie alle anderen. Der Hässliche ist bekannt dafür. Hört, hört. Aber damit ist nun Schluss. Hier wird fair und unabhängig über beide gerichtet werden. Dann verlange ich einen Anwalt. Ruhe! Okay. Ich schätze, du bist der rote Pirat.
Du hast von mir gehört? Nate hat häufiger von dir erzählt. Nur Schlechtes, hoffentlich. Vor allem, dass du ihm Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt hast, weil du dein Schiff zurückhaben wolltest. Die Mary ist nicht sein Schiff. Ich habe sie in einem fairen Spiel gewonnen. Du hast betrogen. Ja, und zwar besser als du. Also habe ich fair gewonnen. Ruhe! Das ist Missachtung des Gerichts. Wow. Es soll auf dieser Insel ein praktisch allwissendes Orakel geben. So ist es. Allerdings sprechen Leute von außerhalb normalerweise durch Spiegeln mit ihm. Ich schätze mal, es ist in dem runden Gebäude da drüben? So ist es. Und du bist nicht hier, weil du mich bestehlen willst? Oder um deine Freunde zu retten? Nein, weder noch. Wir wollen auch gar nicht gerettet werden. Ja, dann lasse ich euch mal weiterspielen, ne? Ich lasse euch Jungs jetzt alleine weiterspielen. Na, hört mal. Immerhin geht es hier um Tod oder langsamen, schmerzhaften Tod. Komm schon, Ivo. Meine Hände schlafen langsam ein. Komm hier nicht so. Du hast mich ohne ein Wort sitzen gelassen, du. Du Mensch. Oh, willst du vielleicht die Staatsanwältin sein, meine Liebe? Was ist das? Ach das, ist nicht so, wie es aussieht. Nicht so, wie es... Hast du eine Wassermelone verschluckt? Also schön, ich bin schwanger. Aber ich habe nicht... Kaum bin ich weg, schmeißt du dich dem nächsten Kerl an den Hals? Ich habe mich niemandem an den Hals geworfen. Du bist einfach abgehauen. Aber nur, weil... Ich bin nicht schwanger. Lass mich einfach in Ruhe, Nate Bonnet. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ruhe! Die Angeklagten heulen nur verzweifelt auf, wenn sie dazu aufgefordert werden. Armes Vieh. Hier ist das runde Gebäude, meine Lieben. Und wir machen aber jetzt eine Pause. Und was eine Überraschung! Ein Gerichtsverfahren, eine Gerichtsverhandlung. Sehr schön. Aber wir machen trotzdem jetzt eine Pause. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich muss mich gerade ein bisschen strecken. Und bis zu einer neuen Aufnahme. Macht es gut, Leute. Tschüss.